Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ministerpräsident Söder ist wie ein kaputtes Düsentriebwerk. Er produziert eine Menge Lärm und heiße Luft, aber kaum Schub, sodass nichts wirklich vorangeht. 10.000 neue staatliche Wohnungen hat er den Bürgern bis 2025 versprochen. Bis jetzt gibt es nur ein paar hundert. Der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren unter Regierungsbeteiligung der CSU auf nur noch ein Drittel gesunken. Das ist ein katastrophales Zeugnis für Ihre Wohnungsbaupolitik im Allgemeinen. Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt sieht einen Nachholbedarf von fast 390.000 Wohnungen sowie einen Neubaubedarf von über 940.000 Wohnungen bis 2034. Gerade bei der Schaffung von günstigem Wohnraum für Einkommensschwächere hat die bayerische Staatsregierung bisher versagt. Auch der bayerische Oberste Rechnungshof hat Ihnen jüngst Ihre Baupolitik um die Ohren gehauen. 600 Millionen Euro jährlich für die Förderung von kommunalen Baumaßnahmen, wobei, Zitat, zahlreiche Förderverfahren nicht anhand der Vorgaben und damit zu lax angegangen worden seien. Die Folge? Ein enormer Finanzierungsstau von 350 Millionen, so der OAH. Er kritisiert zudem, dass die Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim binnen 3 Jahren, Zitat, noch keine Wohnung selbst geschaffen habe. Stattdessen hat sie nur wenige Wohnungen erworben, die ohnehin errichtet worden wären. Wir fordern einen neuen gesonderten Fördertopf von 145 Millionen zur Bezuschussung und Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften und zusätzlich eine ergänzende Erpflichtungsermächtigung in Höhe von 95 Millionen Euro. Wir müssen auslaufende Sozialbindungen verlängern, Wohngeld erhöhen und den Wohnungsbau durch einen dauerhaft reduzierten Mehrwertsteuersatz sowie die Befreiung des sozialen Wohnungsbaus von der Grunderwerbsteuer stärker ankurbeln. Entscheidend ist die Beschleunigung und Verbilligung des Wohnbaus. Die einkommensorientierte Förderung ist da am effizientesten und die beste Hilfe für Einkommensschwächere. Daher fördern wir eine Erhöhung der EOF-Mittel um ein Drittel von derzeit knapp 46 Millionen auf 60 Millionen Euro. Die migrationsbetriebene Zunahme der Bevölkerung in Bayern wirkt sich dabei weiter auf dem Wohnungsmarkt aus und führt zur Verknappung des Angebots bei gleichzeitig steigenden Preisen. Eine verantwortungsvolle Wohnungspolitik beginnt bereits an Deutschlands Grenzen. Vielen Dank.